glaube, jetzt sind wir wieder ein bisschen besser zu hören. Erstmal. Gleich nicht mehr. Aber da wollen wir ja auch, wie gesagt, die Drohne starten lassen und nicht uns in den Fokus setzen. Wir sind ja immer im Fokus eigentlich. Jo. Sind gut auf jeden Fall hierher gekommen. Was wir ein bisschen blöd finden, das müssen wir auch ehrlich sagen, dass teilweise die Beschilderung nicht gut ist. Auf einmal ist es dann weg, findest du Capacona nicht mehr, dann denkst du dir, ja, toll, wo musst du jetzt lang? Rechts, genau. Links, geradeaus? Und das wäre doch gut, wenn man das nochmal umändert, weil es ist doch hier das Wahrzeichen unter anderem und dann könnte man das auch so machen. So, wir laufen jetzt in den Ort Puttgarden rein und dann gucken wir mal, ob wir hier einen schönen, was Schönes finden, wo wir das Ding starten lassen können. Und wir schauen mal kurz auf die Wolken. Also Sonne ist da, jo. Aber auch da sind Wolken. Also wir hoffen mal, dass es in dem Moment jetzt keine Wolken so gibt. So, jetzt habt ihr genug Wetterbericht gesehen. Reicht aus. Und ja, wir melden uns dann vom Flughafen wieder. Bis dahin. Dort hinten die Wahrzeichen von Capacona, die drei Leuchttürme. Bis dahin wollen wir natürlich nicht laufen, weil wir kennen die Küste schon. Wir versuchen jetzt hier einen Flug und hoffen das Beste. Ist beendet, wie man sieht. Stefan packt gerade die Sachen ein. Also wir lassen uns überraschen, was daraus wird. Könnte etwas ruckelig sein. Genau, weil es ist doch sehr windig. Wie gesagt, aber was man so auf diesen kleinen Bildschirmen gesehen hat, das war schon wassermäßig. Und da hat man eine schöne Ostsee gesehen, nicht so wie die Stinkplörre, die wir gestern gesehen haben. Aber sie ist auch von weitem weg. Sie riecht auch nicht so schlimm gerade. Ja. Ja. Wie gesagt, das war's hier von Capacona Puttgarden. Wir gehen wieder zurück, weil unser nächstes Ziel ist dann Bergen einkaufen, damit wir heute schön in Binz grillen können. So der Plan. Wir haben noch ein Wort zu diesem wunderbaren Parkplatz zu sagen. Und da versuchen wir jetzt trotz allem, dass wir ein bisschen sauer sind, es flummeliger zu halten. Also wahrscheinlich sagt der da nichts, weil der das nicht kann. Ich sag nur Abzocke. Also das reicht. Wir standen jetzt für sage und schreibe 44 Minuten standen wir hier. Für 44 Minuten verlangen sie sage und schreibe 5,50 Euro. Es gibt nichts anderes als eine Tageskarte. Ja, also, aber steht vorne nicht dran. Steht nicht dran. Also wenn ihr hierher kommt, 5,50 Euro bezahlt ihr mindestens, dass ihr das schon mal wisst. Ne? Also, wenn ihr hierher plant, das ist nur unser Rat, dann guckt, dass ihr wirklich hier oben an dem zu den Leuchtturmen, dass ihr hier esst, dass ihr wirklich die Zeit hier ausnutzt, dann ihr bezahlt, egal wie viele Minuten ihr steht, 5,50 Euro mindestens. Außer ihr seid noch schwerer, dann teilweise 8. Ich will nicht wissen, was die Wohnmobile überhaupt, die werden wahrscheinlich noch mehr kosten. Überlegt euch das gut, wie viel Zeit ihr hier verbringen wollt, sonst zahlt ihr ganz schön drauf. So wie wir. Wir haben jetzt drauf gezahlt, aber für euch haben wir es gemacht, damit ihr tolle Aufnahmen bekommt. Genau. Dann haben wir schon mal entschuldigen. Ihr seid schuld. Nein, seid ihr nicht. So, wir fahren jetzt nach Sassnitz, wollen einkaufen und dann hoffen wir, dass es einigermaßen nicht so windig wie hier oben ist, weil sonst fällt unser Grillen flach und eigentlich haben wir Bock auf Grillen. So sieht's aus. Ja. Von daher fahren wir erstmal los.
So, Schwiegereltern, Stefans Eltern sind wieder auf dem Weg zu ihrer, zu deren Ferienwohnung. Hat denn einen wunderbaren Grillabend hier. Haben sie auch mal gesehen, wie wir in unserem Bulli das alles machen, war das letzte Mal, wo sie mit dem Wohnmobil unterwegs waren. Da haben wir ja bei dort drin gegessen, im Wohnmobil. Ja, aber wie wir so hier eigentlich mit dem Bulli leben, das haben sie so gar nicht noch gar nicht mit gesehen. Dafür jetzt. Genau, das haben sie heute zum ersten Mal gesehen. Dann gab es noch zum Abschluss ein lecker Frosteis aus Samtens. Das hatten wir ja heute Mittag schon mal auf dem Weg nach Capacona. Das hatten wir jetzt nochmal, weil der Laden hat Gott sei Dank aufgehabt. Ja, da kommt der Stefan jetzt auch rein. Genau, durchs Fliegengitter. Genau, weil das müssen wir dazu. Das müssen wir nämlich drin lassen, weil es ist eindeutig noch zu warm und da lassen wir das lieber offen und holen noch mal frische Luft hier rein. Genau. Das Schöne ist, einmal zugemacht und dann ist das auch zu und dicht. Passiert auch nichts dran. Genau. Ja. Können die Fliegen nicht rein. Können uns nur zugucken. Ja, das können sie machen, können gerne hier reingucken. Wir werden uns dann langsam aber sicher mal fertig machen. Es ist zwar noch relativ früh am Abend, noch nicht mal um 7, ja. Aber wir wollen noch einen Film weiter gucken. Den haben wir gestern nicht zu Ende geguckt, weil wir gucken meistens Filme, die gehen fast 3 Stunden. Dann machen wir dann so bei der Hälfte Feierabend und gucken dann den zweiten Teil am nächsten Tag. Jo. Liken, teilen, abonnieren, das wisst ihr, ne? Das braucht man eigentlich fast gar nicht mehr erwähnen, aber wir tun es trotzdem immer mal wieder. Und dann ist morgen schon wieder Abreisetag. Ist schon wieder unser verlängertes Wochenende vorbei. Aber schön war es bisher. Schön war es. Mir tut mein Knöchel bis zum geht nicht mehr weh. Naja. Aber das war so typisch. Also irgendwie der linke Fuß und Rügen, ja, wie gesagt, die stehen auf Kriegsfuß miteinander. Ja. Aber das kann nicht der linke sein, weil der ist nichts mit Kriegsfuß. So. Morgen dann noch Eiswerkstatt in Rostock. Da werden wir euch natürlich auch berichten. Und dann würden wir jetzt einfach mal sagen, wir wünschen euch eine gute Nacht oder einen guten Morgen oder was auch immer. Auf jeden Fall für uns einen schönen Abend und wir sehen uns am nächsten Tag wieder. Tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt alle Geld in der Tasche. Der Kuckuck ruft. Wir haben leider schon wieder Sonntag, denn wie man hinten sieht, Bombenwetter. Ist immer meistens so, wenn wir abhauen. Ja, schade. Wir lassen das gute Wetter bei euch hier auf Rügen. Und weil es heute so gutes Wetter ist, haben wir gesagt, heute werden wir draußen frühstücken. Ja, wenn man anguckt, die Landschaft ist jetzt nicht wow, aber... Ja. Es geht ja um Klärchen. Wenn Klärchen da ist, wollen wir auch mal wunderbar draußen frühstücken. Unser Standardfrühstück, aber heute ganz gechillt und ruhig, weil Stress haben wir nicht. Wir brauchen erst frühestens um 11.30 Uhr in Rostock sein. Da macht die Eiswerkstatt auf. Da werden wir euch gleich noch mehr dazu erzählen. Jetzt werden wir erstmal schön in Ruhe frühstücken. Dann nehmen wir euch auch nicht mit. Beziehungsweise ein bisschen, weil wir haben dort mal die Kamera rausgehangen, die das ein bisschen aufzeichnet, wie wir wahrscheinlich hier ein bisschen frühstücken und wie wir hier ein bisschen auch das alles gemacht haben. Ja, jetzt macht Stefan das alles zu, und zwar das Netz, obwohl ich da gleich wieder ran muss. Das ist typisch. Wir verstehen uns so blind, manchmal so, je nachdem, welche Tagesuhrzeit gerade ist. Oder möchten Sie dazu irgendwas anderes sagen? Nö. Nö. Konzentriert sich gerade.
So, wir sind wieder, wie man sieht, frisch, fromm, fröhlich, aber immer noch nicht kniefrei, wobei das Wetter heute passen wird. Heute wird es passen, dass wir kniefrei machen können, aber wir haben keine kurzen Hosen bei. Ich wollte gerade sagen, eingepackt haben wir natürlich nichts. Nee, wir haben auch nicht mit dem warmen Wetter gerechnet, sagen wir es mal so. Wobei, wir haben das schon gelesen, 31 Grad und 29 Grad haben schon gestört. Ja, aber erst, als wir losgefahren sind. Ja. Davor dann, haben wir noch gesagt, immer, naja, 15 Grad, das lohnt sich ja nicht. Dann gehe ich mal einen Schritt zurück. Die neue Modekollektion. Ah ja, genau. Ja? Falls jemand das nicht erkennt, ist unser Bus 1:1. Ne? Wenn Stefan das mal ein bisschen nach links dreht. Ja? Also, wenn ihr es erkennt, es ist der. Und zwar an dem schönsten Ort, den wir kennen. In St. Peter-Ording. Direkt am Strand. Drehst du dich auch nochmal? Ja, die Mode muss ja komplett sein. Genau. Machen die das nicht so bei dem? An dem müsst ihr jetzt laufen. 10 Meter gehen, für mehr hat es nicht gereicht. Bei manch einem Model passt das auch. So, haben wir mal wieder die blöde Klumpen gedisst. Naja, wie auch immer. Ja. Wir machen uns jetzt fertig, räumen auf. Naja, wir lassen gerade das alles mal trocknen. Ja. Wenn man schon mal so einen Wäschevorgang hat oder so einen Trocknervorgang da oben, kann man das mal ausnutzen. Das Zelt wird auch gerade richtig trocken. Trocken gemacht. Das war gestern auch schon so, also das geht ganz gut. Ich denke mal, das ist auch jetzt schon trocken. Und dann werden wir uns bald aufmachen dann nach Rostock. Genau, zur Eiswerkstatt. Die produzieren nämlich noch original DDR-Eis, so wie ich es als kleine Steppke, so 6 Jahre alt, kenne. So wird es definitiv da auch produziert. Das Frosteis, was wir hier in Samtens schon hatten, war gut. Das kommt schon dem sehr nah, aber da habe ich wirklich das Gefühl, ich schmecke 1:1 die DDR wieder. Ja, und der Mann da im Hintergrund, ja, der hat das gemacht, was man denkt. Kann man nur dazu sagen. Der hat sich den Wald beschaut. Genau. Anders kann man nicht sagen. Ja, auf jeden Fall, Eiswerkstatt hat hier 3 Läden in Rostock, also nicht hier, sondern in Rostock. Und wie gesagt, da muss auch die Tiefkultur, alles, was da drin ist, muss alles raus. Ja, schwer im Arm? Ja, ein bisschen. Ja, das kenne ich auch immer. Das muss alles raus, da wird nämlich noch 10 Packen Frosteis mitgenommen, weil so oft sind wir nicht hier. Und wenn jemand hier aus der Region kommt, schickt uns gerne Frosteis von der Eiswerkstatt. Wir sind da sehr freuen, würden uns darüber freuen. Du, ja. Ja, du nicht, aber ich? Genau. Bin ich nicht wichtig? Doch. Nur immer bin ich das Model hier. Ja, ja. Gut. Ich bin nicht das Beste, aber... Von daher, bis später. Genau. So, wir sind angekommen bei der Eiswerkstatt hier in Rostock-Königsdorfer Straße. Und so sieht's aus. Das ist eine L-Portion. Das ist eine M-Portion. Reicht aber auch. Ja, ich brauche eine L-Portion. Riecht auch gut. Es riecht schon so gut. Ich freue mich jetzt, das gleich richtig zu essen. Also wenn ihr hier in der Gegend seid, fahrt zur Eiswerkstatt hier nach Rostock. Lohnt sich. Wir haben mindestens 20, wenn nicht sogar 22 Packen vom leckeren Frosteis von der Eiswerkstatt in Rostock. Es hat gemundet, wir haben uns ein großes, ein kleines, zwei kleine, ein großes und mittleres so gegönnt. Alles gut gekühlt, alles im Bäuchlein drinnen. Jetzt tanken wir hier, denn es geht noch eine lange Reise. Wir haben noch mindestens 450 Kilometer vor uns und wir fahren anscheinend heute auch eine andere Strecke. Die A7 und A1 soll wieder so voll sein und so problematisch, dass wir sagen, ja, jetzt geht es wohl über die A14 und dann über Land. Das wird den Herrn da draußen, der gerade voll tankt, nur wieder mal eine Freude bereiten. Aber wir haben auch noch ein bisschen Grillzeug von gestern, so dass wir auch noch was essen können, was Vernünftiges. Da werden wir auch bald dann wahrscheinlich dann noch schon die nächste Rast machen. Jo, und dann sind wir mal gespannt, was der Tag heute noch so bringt. Für klare Sicht sorgt Stefan dann auch gerade mal. Denn gefühlt hatten wir einen kompletten Friedhof der Insekten vor uns drauf. Und ja, so geht das hier. Ich sitze im Auto und lasse die Arbeit den Stefan machen.
Liegt aber auch daran, dass mein Fuß kaputt ist. Das hätte ich das natürlich höchstwahrscheinlich selber gemacht. Eins sind wir nicht gekommen. Gleich der erste Rastplatz auf der A20 ist wieder unser. Und dass wir auf dem Rastplatz sind, das hört man. Und ja, er kommt mit zwei Gabeln. Er hat so viel Hunger, er braucht noch zwei Gabeln. Nein, eine ist für dich. Ach so. Ja, ich muss mich korrigieren. Es sind nur noch 307, 310 Kilometer. Mhm. So Pi mal Daumen. Also nicht mehr 400. Ich habe gedacht, das ist noch viel weiter. Aber das ist trotzdem noch eine ganze Strecke, die wir da fahren müssen. Jetzt, nach dem lecker Eis, gibt es jetzt noch die Reste von gestern. Ja, und dann melden wir uns irgendwann im Laufe der Strecke nochmal zu unserem Fazit von dieser Reise. Bis dahin. Einen guten Hunger. Guten Hunger. Nach 35 Minuten haben wir zu fahren. Das heißt, wir sind kurz vorm Ziel. Kurze Pause nochmal. Und was ganz schlimm ist, da, also nein, bleib mal mit der Kamera da, weil da hinterm Wald, da ist meine Arbeit. Ja. Wir sind also relativ dicht an meiner Arbeit. Gab es leider noch einen Unfall. Wir hoffen natürlich das Beste für den Motorradfahrer, dass er überlebt. Ja. Was wieder schlimm war, war das Gaffen von vielen Leuten, wo man sagen kann, fahrt einfach dran vorbei und gut ist. Es waren genug Helfer da. Gott sei Dank, dass man auch sagen, da haben sich glaube 10 Helfer oder so haben sich da zur Verfügung gestellt. Ja, da waren top, also da waren einige. Ne, da gibt es ja. Daumen hoch, aber die Gaffer. Daumen runter, definitiv. Ganz ehrlich, das muss doch echt nicht sein. Ja, wir haben, wie gesagt, noch 35 Kilometer vor uns, haben gefühlt 400 Kilometer hinter uns. Kurz vor 5 ist es, also 17 Uhr, kurz vor 17 Uhr. Genau, wir also werden um 18 Uhr mit allem fertig sein, also ankommen tun wir wahrscheinlich 5:30, ja. Aber bis wir fertig sind, ist dann. Aber es ist halt ein Gezuckel halt über die Landstraße, ist halt ja. So. Aber A7 und A1 war halt keine Alternative, nee, das war nicht. Viel zu viel dicht, genau. Ja, wie hat uns der Urlaub gefallen? Sehr gut, also mir zumindest. Mir hat auch gefallen, wie gesagt, wir haben auch heute den schönsten Tag, haben wir gerade im Radio nochmal gehört, ab morgen wird sogar Hagel geben und alles. Und auch da oben ist mit Gewitter angesagt, also wir haben den schönsten Tag zur Abreise genommen, das ist doch wunderbar. Aktuell hier 31 Grad, wir haben uns ein Schattenplätzchen gesucht. Genau, das schattiges Plätzchen. Zu warm sonst, genau. Ja. Ja. Nö, also so ein Kurzurlaub auf Rügen, lohnt sich auf jeden super Fall. Super Sache. Wetter war bis auf den einen Tag, den haben wir aber gut genutzt mit der Bimmelbahn, genau. Der Rasen-Roland. Das hat gut geklappt, also und der Rest war top. Grillen war schön gestern Abend. Heute, als wir uns noch fertig gemacht haben, war noch super Wetter. Also top, kann man nicht so sagen. Gern wieder solche Tage. Also wir haben es richtig gemacht, denn es war gar nicht klar, dass wir diese Reise machen. Also das stand auch am Montag erst eigentlich. Haben wir gesagt, okay, vielleicht schaffen wir es doch noch verlängertes Wochenende. Und das sind für uns eh die schönsten Reisen, die wir haben. Spontan. Ganz spontan ab nach Rügen, was wirklich nicht geplant war. Und empfehlenswert. Aber kann man nur machen, wenn man auch irgendwie so ein mobiles Zuhause oder irgendwas hat. Genau. Sonst wird es schwierig. Dann wird es schwierig, weil das ist jetzt... bald beginnen auch die Ferien. Wir haben ja jetzt schon Anfang Juni. Es ist ja schon Hochsaison geworden jetzt. Aber wir empfehlen euch Rügen auf jeden Fall. Wir können euch die Eiswerkstatt in Rostock empfehlen. Dann in Samtens gibt es eine gute Eisdiele. Fahrt mit dem rasenden Roland. Ja. Achtet auf die Parkgebühren Capacona. Ganz wichtig, ne? Nochmal zum Schluss das zu erwähnen. Und sonst habt einfach eine schöne Zeit. Genießt eure Urlaubszeit. Ja. Und von daher unsere Videos gerne liken, teilen, abonnieren, weil das ist jetzt definitiv die Schlussszene. Ja. Deshalb sagen wir es nochmal. Und wie gesagt, wir wünschen euch eine schöne Campingzeit, viel Spaß beim euren Urlauben und kommt alle gesund wieder. Das ist das Wichtigste, genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, wir sind hier bei Kreuzfahrt Bulli. Ciao, bis dahin. Ciao.